eine Epilepsie ist eine Erkrankung, die dadurch charakterisiert ist, dass epileptische Krampfanfälle auftreten. Und ein epileptischer Krampfanfall ist eine Entladung des Gehirns. Da werden alle Nervenzellen im Gehirn synchron gleichzeitig entladen und das führt eben dann zu einer Bewusstseinsstörung und zu einer meistens motorischen Entäußerung. Es gibt aber auch Krampfanfälle, die eben mit Verhaltensänderungen einhergehen oder mit Zuckungen einzelner Extremitäten. Die Behandlung ist zunächst erstmal die Diagnose. Das heißt, man muss wirklich sehen, ist es ein epileptisches, ist eine Epilepsie oder ist es nur ein sogenannter Gelegenheitsanfall, das heißt ein Anfall, der durch eine akute Situation ausgelöst ist. Ist es wirklich eine Epilepsie, das heißt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, dass weitere Anfälle auftreten, ist das erste Verfahren die medikamentöse Behandlung. Da gibt es eine ganze Palette an Medikamenten, die sehr individuell eingestellt werden auf die Begleiterkrankungen oder die, bestimmte Faktoren des Patienten. Wenn das nicht funktioniert und Anfälle medikamentös nicht behandelbar sind, gibt es auch operative Verfahren, um Epilepsie zu behandeln. Die Behandlung der Epilepsie ist im Allgemeinen, wie erwähnt, die medikamentöse Behandlung und wichtig ist, dass diese Behandlung eben auch dauerhaft durchgeführt wird. Wird das oder eine Reduktion ist nach Jahren der Behandlung möglich in einzelnen Fällen, dann muss das sehr dosiert erfolgen. Ein eigenes Absetzen des Patienten ohne ärztliche Begleitung ist sehr gefährlich, weil das zu neuen Anfällen und auch statusartiger Anfallshäufung führen kann.